Okay, herzlich willkommen bei den heutigen Google Webmaster Central Sprechstunden Hangouts. Mein Name ist Johannes Müller. Ich bin Webmaster Trends Analyst bei Google in der Schweiz. Und Teil von dem, was wir machen, sind solche Webmaster Hangouts, wo verschiedene dazukommen können und ihre Fragen rund um die Suche bei uns mal stellen können. Es sind einige Fragen eingereicht worden, nicht wahnsinnig viel, aber wenn einer von euch anfangen möchte, könnt ihr gerne schon mal loslegen. Darf ich? Ja. Und zwar geht es um Folgendes. Wir haben jetzt hier bei uns in der Gegend immer mehr Coronavirus-Infizierte. Jetzt frage ich mich, wie das mit meinen Suchmaschinenoptimierungen ist, mit meinen Rankings, wenn wir jetzt den Online-Shop praktisch pausieren. Also sagen wir mal einfach, wir sind unter Quarantäne. Wir sind jetzt zu dritt halt und den Warenkorb würde ich dann ausschalten. Es wäre noch alles da für den User, aber es ist natürlich dann doof, wenn jetzt jemand USA-Flagge einkaufen eingibt und dann landet er bei uns, weil wir auf Platz 1 sind und er kann nichts kaufen. Wie schnell würde das denn gehen, dass wir dann einen Rankingverlust haben? An und für sich wäre das die richtige Methode, das so zu handhaben, dass man sagt, man lässt die Website laufen, man lässt die Produkte weiterhin im Index und man blockiert dann einfach zum Beispiel den Warenkorb oder hat entsprechend dort einfach eine Meldung. Vom Ranking her würde ich mir da eigentlich keine großen Sorgen machen. Ich denke, das ist nicht unbedingt etwas, wo wir sag mal, merken würden, dass man da jetzt bei diesem Shop nichts kaufen kann im Moment, und dass wir deswegen die Website herunterstufen müssen, sondern wir möchten es ja eigentlich auch so beibehalten, dass wenn jemand nach diesen Produkten sucht, dass man weiß, wo man sie kriegen kann. Wenn sie im Moment nicht lieferbar sind, aus welchem Grund auch immer, ist es an für sich okay. Aber auf Dauer könnte man das doch so nicht handhaben, wenn man jetzt sagt, 4 Wochen Warenkorb ist gesperrt. Ihr müsstet doch irgendwann dann auch ein Signal irgendwie bekommen, wie auch immer, dass das da nicht funktioniert auf der Internetseite. Habt ihr da nicht irgendwie irgendeine Auswertung für? Also, dass zum Beispiel das Zurückgehen auf die Suchmaschine, Ja. dass das irgendwie gezählt wird. Ich denke, das sollte eigentlich schon relativ stabil bleiben. Sollte Okay. eigentlich nicht so sein, dass wir da das dann quasi ausschalten würden. Ich denke, ganz längerfristig gibt es natürlich irgendwelche Effekte, dass wenn irgendwann Leute anfangen, euch nicht mehr weiter zu empfehlen, solche Sachen würden wir dann entsprechend sehen, aber ich würde jetzt mal behaupten, mehrere Monate sollte eigentlich kein Problem sein. Okay. Dann mache ich jetzt 3 Monate Urlaub. Ja, gut, ja. Ich meine, wenn man das machen kann, ist das schon mal ein gut, aber hoffentlich wird es nicht allzu schlimm bei euch. Ja, nee, alles klar, super, Dankeschön. Denke, gerade in solchen Fällen ist es einfach wichtig, dass man die Website weiterhin laufen lässt. Weil was wir gerade am Anfang vom Coronavirus gesehen haben, ist, dass einige die Website ganz blockiert haben und gesagt haben, ah, wir sind geschlossen. Und das sind dann an und für sich alle Seiten aus dem Index gefallen. Und das braucht dann wieder viel länger, bis sich das wieder erholt. Aber wenn die Produkte quasi weiterhin indexiert sind, wenn die Website weiterhin funktioniert und eigentlich nur, sag ich mal, der Shopping Cart blockiert ist, dann ist das viel weniger problematisch. Ja, also ich habe einen Banner oben, ganz oben in einer Zeile und dort steht halt, Sie können jetzt im Moment einkaufen und ich würde natürlich dann, wenn wir jetzt betroffen wären, das umswitchen in den roten Banner und Sie können nicht mehr einkaufen und den Warenkorb dann blockieren. Also das wäre jetzt, aber da habt ihr auch, glaube ich, ein Dokument zu, ein Best Practice Dokument, meine ich. Daran würde ich mich natürlich auch halten. Ne? Okay. Genau, Okay. super. Ja, hoffentlich wird es nicht so schlimm. Ich habe gedacht, das hat sich jetzt wieder ein bisschen erholt überall. Aber ja. Puh. Okay, irgendeine weitere Frage, bevor wir mit den eingereichten Fragen anfangen? Okay, dann legen wir mal los. Wenn von eurer Seite her irgendwas noch zwischendurch aufkommt, einfach nur melden. Am Ende sollten wir sicher auch noch ein bisschen Zeit haben. Seit Dezember 2019 haben wir ein Problem bei der von uns betreuten Website.
Wie bei anderen Webseiten auch, ist damals der Mobile Index in Search Console von 300 indexierten Seiten auf eine Seite heruntergefallen. Sind da gleich verschiedene Sachen, die da aufgetreten sind. Mit den Testing-Tools funktioniert es trotzdem. Bei der Site-Abfrage sind auch weniger Seiten sichtbar. Ich habe das kurz mal angeschaut, die Website, auch intern mit unseren Tools, und ich sehe da eigentlich vom Technischen her, sehe ich da keine Probleme. Gerade mit den aggregierten Berichten in Search Console ist es so, dass wir ein Sample von den indexierten Seiten nehmen für diese Tools, und manchmal, in extremen Fällen, kann es sein, dass wir da einfach ein Sample von einer Seite haben für diese Tools. Das gilt für den Mobile-Friendly-Report, wie auch für die verschiedenen strukturierten Daten-Reports, die wir dort haben. Auch an und für sich bei all denen wird es so sein, dass die Zahl der Seiten, die dort aufgeführt sind, wird eigentlich wahrscheinlich nie dementsprechend, was wir effektiv indexiert haben. Wenn man zum Beispiel beim Index-Coverage-Bericht hineingeht, dann sieht man ja da eigentlich alles, was indexiert ist. Und diese Aggregatsberichte, die nehmen dann jeweils einfach nur einen Teil von der Website. Unser Ziel ist es, dass wir da einen relevanten Anteil von der Website haben, dass wir nicht nur eine Seite haben, aber in einigen Situationen kann es schon sein, dass wir da einfach nur eins oder ein paar Handvoll Seiten nehmen für diese Berichte. Das ist an und für sich nicht etwas, wo wir sagen würden, dass da ein technischer Hintergrund da dabei ist, sondern das ist eher, dass unsere Systeme das einfach so ein bisschen optimieren. In manchen Fällen habe ich gesehen, dass es ein bisschen auch mit der Qualität der Website ein bisschen zusammenhängt. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, dass wir diese Website gut zeigen sollten in den Suchergebnissen, wenn wir viele Inhalte haben, die gut indexiert sind, die auch sehr sichtbar sind in den Suchergebnissen, dann zeigen wir da ein bisschen mehr an. Wenn wir hingegen nicht so ganz überzeugt sind von der Website, dann zeigen wir da vielleicht auch ein bisschen weniger an. Das sind an und für sich so die Situation da. Wenn ich die Website anschaue, sehe ich auf unserer Seite her eigentlich nicht irgendwelche technischen Probleme, wo ich sagen würde, der Server ist zu langsam, wir können nicht genug crawlen, von der Indexierung her ist es irgendwie problematisch, sondern das sieht an und für sich soweit okay aus. Ich könnte mir höchstens da vorstellen, dass vielleicht von Qualität her, dass es ein bisschen, ja, dass unsere Systeme vielleicht da ein bisschen zweifeln. Weil das ist ja, an und für sich, die Website ist ja fast wie eine Sammlung von Links zu anderen Anbietern, von Apps und verschiedene Sportwetten, solche Sachen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass unsere Systeme denken, vielleicht macht es eher Sinn, dass wir die Ursprungsseiten einfach besser indexieren, statt diese quasi Zwischenseiten, die da vorhanden sind. Was ich da machen würde in so einer Situation, ist vielleicht mal überlegen, was man mit der Qualität der Website allgemein verbessern könnte. Wenn man sicher ist, dass vom Technischen her alles okay ist, dann würde ich wirklich mit der Qualität versuchen, da Sachen zu verbessern. Und manchmal ist das einfacher, manchmal ist das ein bisschen schwieriger. Das ist immer ein bisschen schwierig genau zu sagen, was man da machen muss. In den meisten Fällen ist es nicht so, dass irgendein Meta-Tag fehlt oder dass man, sage ich mal, die Seite eine halbe Sekunde schneller machen muss, solche Sachen, sondern da muss man sich schon eher überlegen, wie könnte man das grundlegend verbessern, dass die Website ein bisschen besser dasteht, dass unsere Algorithmen, wenn jemand nach solchen Sachen sucht, dass die wirklich denken, das ist genau die Seite, die wir zeigen müssen. Ist es für die Ranking schädlich, wenn der Googlebot beim Crawling und Rendern der Website den Cookie-Consent-Layer über den eigentlichen Main-Inhalt ausgespielt bekommt? Habe in Search Console getestet, wie Googlebot die Seite sieht, oder erkennt Google hier, um was es sich handelt, und ignoriert das? Wir versuchen an und für sich gerade solche rechtliche Banner zu erkennen und die entsprechend dann auch auszublenden für die Indexierung. Das heißt, wenn das ein Cookie-Consent-Banner ist, ein Banner, der unten auftaucht, wenn das irgendwie ein Overlay ist auf der Seite, dann können wir das ja relativ gut erkennen und können den Rest der Seite an für sich normal indexieren.
Wenn hingegen die eigentlichen Inhalte gar nicht erst vorhanden sind auf der HTML-Seite, dann ist es für uns problematisch. Wenn zum Beispiel ein Redirect zu einem Interstitial stattfindet und von diesem Interstitial wird ein Cookie gesetzt und wieder zurückgeleitet auf die eigentliche Website, dann ist es ja nicht etwas, was Googlebot direkt sehen kann. Wir klicken ja dann nicht auf irgendwelche Links auf diesem Interstitial und können dann nicht mit dem Cookie weiter crawlen, sondern wir sehen an und für sich nur diese Weiterleitung zu diesem Interstitial. Wir können diesen Interstitial indexieren. Wir können vielleicht erkennen, dass es sich um ein rechtliches Interstitial handelt. Aber wir finden dann die eigentlichen Inhalte trotzdem nicht. Und das ist dann eher problematisch. Hingegen, wenn quasi die HTML-Seite geladen wird und per JavaScript oder CSS irgendein Banner oder ein Layer davor geschaltet wird, dann ist das für uns total unproblematisch. Dann können unsere Systeme erkennen, das ist jetzt ein rechtlicher Banner, der da halt vorhanden sein muss. Wir können den dann ausblenden und können den Rest der Inhalte an und für sich normal indexieren. Da haben wir an und für sich schon recht viel Übung mit solchen Situationen und kommen da mit den meisten solcher Fällen eigentlich relativ gut zurecht. Am Anfang haben wir gedacht, dass wir da irgendein System einführen müssen, dass man solche Banner irgendwie kennzeichnen muss, damit wir das besser erkennen können und ein bisschen genauer ausblenden können. Aber es hat sich ein bisschen herausgestellt, dass wir da eigentlich relativ gut zurechtkommen, ohne dass man da gezielt etwas markieren muss. In Search Console sehen wir bei fast allen unseren deutschsprachigen Domains einen enormen Zuwachs an Spam-Links im Search Console-Bericht der verweisenden Webseiten. Das Schema ist immer das gleiche, eine NL- oder BE-Domain, die laut Search Console zu unserer verlinkt, aber beim Check mittels Browser redirected die ganze Domain auf ein Online-Casino. Bei einer unserer Domains, die ich gerade durchgesehen habe, waren es 100 verschiedene verweisende Domains, die alle mit demselben Schema. Das sind mehr als 2/3 der Domains laut Search Console, die auf diese Website verlinken. Müssen wir uns Sorgen um unser Ranking machen, beziehungsweise hilft es etwas, wenn wir diese Spam-Domains disavowen? Oder hast du andere Vorschläge? An und für sich sind das Sachen, mit denen wir relativ viel Übung haben. Und normalerweise sollten wir da eigentlich recht gut damit zurechtkommen können. Das heißt, eigentlich müsste man da nichts machen. Wenn man wirklich hundertprozentig sicher sein möchte und wirklich das Gefühl hat, dass das wird langsam ein bisschen kritisch, oder wenn man das anschaut und einfach Angst hat, dass Google das vielleicht nicht sauber erkennen könnte, würde ich die einfach in den Disavow-Datei nehmen. Man kann ja diese Links herunterladen, den Domainnamen herausholen in einem Spreadsheet und das einfach domainmäßig in die Disavow-Datei hineinnehmen. Und dann ist man an und für sich sicher, dass wir die nicht verwenden. Die Sachen, die in der Disavow-Datei sind, die werden beim nächsten Crawl von dieser Website, wenn wir diesen Link dann weiterhin dort sehen, werden wir diesen Link dann einfach fallen lassen und der wird dann gar nicht berücksichtigt für eure Website. Was weiterhin jedoch passiert, ist, dass dieser Link in Search Console sichtbar bleibt. Das heißt, manchmal ist das ein bisschen verwirrend. Man nimmt das in die Disavow-Datei hinein, aber es ist immer noch als Link aufgeführt. Wir führen allgemein bei Search Console auch Links auf, die quasi keine Signale weitergeben. Das beinhaltet solche, die in der Disavow-Datei sind und auch solche, die ein No-Follow haben. Die werden trotzdem in Search Console aufgelistet. Aber wenn ihr da mit domainmäßigen Disavow arbeitet, dann sollte das eigentlich total unproblematisch sein. In den meisten Fällen haben wir aber auch recht viel Übung mit solchen Links und können damit eigentlich recht gut umgehen. Weil das sind ja, sage ich mal, nicht neue Situationen, dass da irgendwelche spammige Websites solche Links setzen. Vielleicht eine Frage dazu? Ja. Habt ihr vielleicht schon mal überlegt, solche Links in der Search Console auch kenntlich zu machen, also die von den Webmastern einerseits disavowed wurden und andererseits von euch auch als Spam identifiziert und ignoriert werden, sodass der Webmaster da gleich einen schönen Überblick hat? Das schauen wir ab und zu an, ob wir das machen können. Ich denke, schwierig ist das Darstellen von Links, die wir ignorieren, weil
Das sieht man natürlich oder kann man relativ schnell testen, ob die eigenen Links funktionieren oder nicht. Oder wenn man jetzt Link-Building macht, ob das als etwas ignoriert wird oder ob das irgendwie noch einen Wert gegeben hat. Das ist etwas, wo wir da ein bisschen kritisch sind bezüglich solchen, die in der Disavow-Datei sind, die Kennzeichnung. Das ist etwas anderes, was wir mal angeschaut haben. Da ist einfach die Situation so, dass das sehr wenig mit einer Disavow-Datei arbeiten. Und da müssten wir dann relativ viel Engineering-Zeit da investieren, um das einzubinden und sehen würden das relativ weniger. Es war mal ein, ich glaube, ein Browser-Extension, den irgendjemand mal gemacht hat, der das so dann trotzdem dargestellt hat. Zumindest, ich glaube, die Links, die per No-Follow sind, dass die ein bisschen anders markiert werden in Search Console, aber ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. John, darf ich da kurz einhaken? Ja. Wir sehen diese gleichen Domains ja über verschiedenste von unseren Webseiten. Wie kommt das? Also das sind aus verschiedensten Verticals, Sport, Kryptowährungen, diverseste Sachen. Ja? Wie kann das sein, dass die das schaffen, dass die so viele Links simulieren zu so vielen verschiedenen Seiten, obwohl es eigentlich für alle nur ein Redirect ist zu einem Casino? Und warum glaubt Google, dass das Links zu unseren Seiten sind? Was manchmal gemacht wird, ist, dass quasi ein Cloaking gemacht wird. Das heißt, wenn Googlebot die Seite sieht, dann werden da ein bisschen andere Inhalte dargestellt, als wenn man direkt auf die Website geht. In manchen Fällen ist das auch so, dass die Website gehackt wird. Das heißt, dass die eigentlichen Inhalte quasi ersetzt würden mit solchen spammigen Inhalten und dass dann ein Redirect noch eingebunden wird, damit, falls ein Benutzer auf diese Seiten geht, das dann entsprechend weitergeleitet wird. Und gerade das Setzen von Links zu Websites, die entweder diverse Hintergründe haben oder die irgendwie legitim wirken, das ist eine sehr beliebte Strategie von Spammer, wo sie denken, dass wenn wir quasi Links zu normalen Websites auf unseren spammigen Inhalten haben, dann denken vielleicht die Suchmaschinen, die Inhalte selber sind auch legitim. Yes. Aber das sind so Sachen, die werden seit, ich weiß nicht, seit Anfang an. Nein, also wir haben das ja auch schon öfters erlebt, nur jetzt ist gerade wieder ein aktuell großer Fall, eben aus diesem Vertical halt. Ja. Wäre es da ein Problem, wenn wir jetzt hergehen und sagen, weil wir haben eben zig verschiedene Domains, wo das vorkommt. Wenn wir jetzt eine mal durchschauen, ich habe da eben 100 rausgefischt schon von diesen Seiten, kann ich die einfach bei allen unseren Domains mit ins Disavow-File reinnehmen, weil die offensichtlich Spam sind und auch wenn die jetzt in der Search Console noch keine Links haben von diesen Seiten. Ja, ja, das ist kein Problem. Super, das wird uns einiges an Arbeit ersparen, weil dann muss ich nicht tausende Links durchklicken, sondern kann einfach gleich einmal. Super, ja, Dankeschön. Ja, ja. Wenn du siehst, dass so etwas quasi in einem größeren Rahmen über viele verschiedene Websites passiert, kannst du es mir auch mal zuschicken. Entweder auf Twitter oder vielleicht auch direkt per E-Mail. Ich kann mal kurz die E-Mail-Adresse hineintun. Chat. Dann kann ich das auch mal anschauen, ob wir da irgendetwas anders machen müssen, ob wir die vielleicht schneller als gehackt erkennen müssen und die ganz rausfiltern müssen oder was auch immer. Gerne, ich schicke dir gerne dann ein File mit den 100, die wir da jetzt mal hatten. Dankeschön. Okay, super. Dann eine Frage zu AMP. Wir haben das Problem, dass, ich stelle dich vielleicht kurz auf stumm. Perfekt. Wir haben das Problem, dass in den organischen Suchergebnissen MobileBot eine alte gecachte Version unseres Artikels vorhanden ist, im Gegensatz zu dem News-Karussell mit dem Newsbot. Uns ist klar, dass es sich um unterschiedliche Bots und Algorithmen handelt, aber gibt es eine Möglichkeit, auch in den organischen Suchergebnissen die aktuelle AMP-Variante darzustellen bzw. anzustoßen? Ich weiß nicht genau, wie das dargestellt wird, gerade in dieser Situation, weil normalerweise, wenn wir erkennen können, dass wir eine AMP-Variante von einer Seite haben und wenn wir erkennen können, dass der Benutzer mit einem Browser kommt, wo das unterstützt wird, würden wir allgemein die AMP-Variante zeigen, egal ob das im quasi News-Karussell oder in den normalen organischen Suchergebnissen dabei ist.
Das heißt, die Situation, dass wir einmal die AMP-Variante und einmal die, sag ich mal, die normale HTML-Variante zeigen, sollte eigentlich eher selten vorkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal dann kommt, wenn wir die AMP-Variante nicht direkt erkennen können, wenn wir quasi beide Seiten separat finden und eigenständig indexieren erst einmal. Aber das sollte eigentlich eher eine Ausnahme sein als irgendwie der Normalzustand. Bezüglich der AMP-Variante im Allgemeinen, wenn man da den Cache aktualisieren möchte, kann man das direkt auch machen. Es gibt eine API für, ich weiß nicht genau, wie die heißt, AMP-Cache-Aktualisierung, Update, irgend so etwas. Mit der kann man die AMP-Varianten entsprechend aktualisieren lassen. Man macht das dann pro URL. Je nachdem, wie man das integriert hat in der eigenen Website, kann es sein, dass man das im CMS direkt auch implementiert, dass man da, sobald man einen Artikel aktualisiert, dass es auch entsprechend im AMP-Cache aktualisiert wird, kann man so einrichten. Mit dieser API wird die AMP-Variante an und für sich dann direkt aktualisiert bei uns im Cache. Es ist aber auch so, dass wir die AMP-Variante regelmäßig aktualisieren selber. Man sieht das sehr gut, wenn man die Server-Log-Dateien anschaut, dann sieht man oft, dass wir die normale HTML-Variante gecrawlt haben und die AMP-Variante dann, ich weiß nicht, 20, 30 Mal noch dazu. Und das findet aufgrund von Benutzerzugriffen auf die Seite an und für sich statt. Am Anfang war es so, dass wir die Seite in den Suchergebnissen gezeigt haben und sobald jemand draufgeklickt hat, haben wir gleichzeitig beim Laden vom Benutzer den Cache auch aktualisiert. Ich vermute, inzwischen ist das ein bisschen optimierter, dass wir nicht jedes Mal den Cache aktualisieren, aber das sollte an und für sich auch in den meisten Fällen relativ schnell aktualisiert werden. Und eben, wenn ihr regelmäßig seht, dass beides, die AMP-Variante und die normale HTML-Variante in den Suchergebnissen erscheinen, dann wäre ich froh, wenn man mir da vielleicht ein paar Informationen noch zuschicken könnte, dann kann ich das mit dem Team hier mal anschauen, weil das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Wir stehen vor einer Herausforderung eines neuen Projekts, bei dem es eventuell tausende Subdomains geben wird. Nun stellt sich die Frage, wie diese in einer Sitemap integriert werden sollen. Muss jede Subdomain über eine eigene Sitemap verfügen oder kann man diese in einer quasi gemeinsamen Sitemap-Datei unterbringen? Ja, an und für sich gibt es verschiedene Varianten, wie man Sitemap-Dateien einreichen kann. Die Varianten, die normalerweise am meisten Sinn machen, ist, dass man es entweder in Search Console direkt macht. Man kann das auch mit der API machen über Search Console oder dass man per robots.txt die Sitemap-Datei einreicht. Wenn man das per robots.txt macht, kann man an und für sich irgendetwas angeben. Es ist so, beim Standort von den Sitemap-Dateien gibt es da gewisse Regeln, auf die man achten muss, gerade wenn man das Domain oder Subdomain übergreifend macht. Wenn das per robots.txt eingereicht wird, kann die Sitemap-Datei irgendwo stehen. Das heißt, man kann ein Domain haben nur mit Sitemap-Dateien, man kann eine gemeinsame Sitemap-Datei für alle Subdomains haben. Das kann man gestalten, wie man möchte. Wenn die über Search Console eingereicht wird, die Sitemap-Datei, dann muss sie auf einer anderen Site sein, die auch verifiziert ist im gleichen Konto. Das heißt, wenn man, sage ich mal, eine Sitemap-Datei einreicht für ein Subdomain, dann muss die Sitemap-Datei irgendwo stehen, die im gleichen Konto auch irgendwie auf einer Website vorhanden ist. Das heißt, ich kann nicht als Sitemap-Datei etwas einreichen, was ganz fremd gelagert wird, was gar nicht im Zusammenhang steht. Die Idee dahinter ist an und für sich so, dass wir sicher sein können, dass die Sitemap-Datei zum Besitzer der Website gehört, nicht, dass das etwas ist, was quasi fremd irgendwie eingereicht wurde für eine andere Website. Das sind, denke ich mal, vom Sitemap her sehe ich da weniger Probleme. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass vom Crawling her das am Anfang ein bisschen problematisch ist, gerade wenn man tausende von Subdomains hat, weil unsere Crawling-Systeme sind in der Regel
auf Hostnames optimiert. Das heißt, wir würden ja in solchen Fällen erkennen, dass da tausende neue Hostnames vorhanden sind und wir wären dann nicht ganz sicher, wie schnell wir das insgesamt crawlen können, ob das jetzt quasi alles auf einem Server gelagert ist und ob wir quasi die Crawl Capacity für diesen Server quasi teilen müssen über all diese Subdomains oder ob jeder Subdomain quasi die volle Kapazität hat zum Crawlen. Das ist dann manchmal ein bisschen kritisch oder beziehungsweise es braucht einfach ein bisschen Zeit, bis sich das gut eingependelt hat. Und die andere Schwierigkeit, wo man vielleicht drauf achten muss, gerade in solchen Situationen, ist, wie man das Ganze in Search Console handhaben möchte. Weil in Search Console gibt es einfach eine beschränkte Anzahl Einträge, die man verifizieren kann. Ich glaube, das ist bei 1000. Das heißt, man kann 1000 Sites in Search Console in ein Konto hineinnehmen. Und wenn man jetzt Tausende hat, wie bei dieser Frage, dann müsste man natürlich verschiedene Konten einrichten in Search Console für all diese einzelnen Subdomains. Und das macht es dann einfach sehr unübersichtlich. Das heißt, wenn man etwas schnell machen muss, wenn man jetzt schnell, sage ich mal, einige URLs entfernen lassen muss aus dem Cache, dann muss man da erstmal ein bisschen rumhantieren, bis man das Richtige gefunden hat. Im neuen Search Console ist es ein bisschen einfacher, weil da kann man ja auf Domain-Ebene auch verifizieren. Das heißt, es würde ja automatisch alle Subdomains dann beinhalten. Es gibt aber noch einige Funktionen, die sind immer noch in der alten Search Console drin, wo wir jetzt noch nicht die Domain-Variante unterstützen. Ja, Gott, schauen. Ich glaube, das waren fast alle. Mal schauen, ob da noch was Neues dazugekommen ist. Ja, ich glaube, das ist ziemlich alles. Das ging ja schnell. Okay. Gibt es von eurer Seite vielleicht noch irgendetwas? Ja. John, ich hatte noch eine Frage eingereicht eigentlich. Okay. Leg vor los. Drei Tagen. Und zwar geht es um das Zählen in Analytics und der Search Console. Wenn ein User aus den Serps heraus, also ich mache das beispielsweise so, ich lasse mir die Trefferseite anzeigen von euch und mache dann einen Rechtsklick auf die vielversprechendsten Ergebnisse und öffne damit neue Tabs. Dann schaue ich mir diese Seiten Tab für Tab an. Registriert ihr das? Wie funktioniert das dann bei irgendwelchen KPIs, wie beispielsweise der Verweildauer oder der CTR? Wie beobachtet ihr so einen User? Also grundsätzlich muss man da wahrscheinlich zwischen Analytics und Search unterscheiden. Wir verwenden ja Analytics nicht für Search. Das heißt, was man in Analytics sehen würde, ist nicht unbedingt das, was wir jetzt für Search verwenden würden. In Search ist es so, dass die Links, die in den Suchergebnissen sind, die sind ja entweder sind sie, wie heißt sie, quasi umgewandelt in Tracking URLs. Das heißt, wenn man draufklickt, hat man ja erstmal diese komische Google URL und das wird dann weitergeleitet auf die andere URL. In solchen Fällen, wenn man das im neuen Fenster öffnet, im neuen Tab öffnet, ist die Tracking URL trotzdem dabei. Das heißt, der Klick ist trotzdem in Search Console dabei. In anderen Fällen ist es so, dass wir die URL direkt in den Suchergebnis zeigen können und dann geht es quasi über diesen Ping-Mechanismus, wird dann quasi zurückgeschickt, dass diese URL geöffnet wurde. Und das wird an und für sich auch normal in Search Console dargestellt. Das heißt, diese Klicks, die sind an und für sich normal in Search Console. Der Click-Through-Rate in Search Console ist an und für sich, wird da genau gezählt. In Analytics bin ich nicht hundertprozentig sicher, weil ich nicht mit Analytics direkt arbeite. Aber soweit ich das in Erinnerung habe, gibt es ja für Chrome eine API, wo man erkennen kann, wann eine Seite quasi offen ist und sichtbar ist im Browser. Und über diese API kann man natürlich das dann auch tracken in Analytics, wie lange der Benutzer effektiv auf dieser Seite war und das entsprechend in Analytics dann auch ein bisschen anders dort zählen. Das heißt, wenn eine Seite geöffnet wird im Tab, quasi im Hintergrund, kann man das über Chrome ja erkennen. Und in Chrome wird das dann entsprechend an die Analytics-Scripts so weitergegeben. Alles klar, vielen Dank.
Okay. Irgendwelche weiteren Fragen? Ich hätte auch noch eine Frage, das betrifft den mobilen Googlebot. Auf unserer Seite ist es so, dass wir auf der mobilen Seite, wir sind auch schon mobile first, auf der mobilen Seite benutzen wir halt eine Listenansicht und dort sind viel mehr Details aufgeführt von unseren Produkten als auf der Desktop-Version. Auf der Desktop-Version gibt es eine Art Galerieübersicht und da sind dann viele einzelne Kacheln und die ganzen Produkte sind nebeneinander aufgereiht. Jetzt fehlen diese Details auf der Desktop-Ansicht. Ist es denn vielleicht, wäre es besser für uns, wenn wir auf der Desktop-Ansicht noch das Layout nochmal ändern und diese Details dann auch nochmal anzeigen würden? Also bei uns ist praktisch die mobile Seite besser als die Desktop-Seite, würde ich mal sagen. Okay, also aus unserer Sicht für die Indexierung ist es eigentlich okay. Wir würden ja eh nur die mobile Variante indexieren und nur das nehmen für an und für sich die normale Suche, auch für die Desktop-Suche. Und von dem her sollte das eigentlich unproblematisch sein. Je nachdem, wie ihr die mobile Variante gestaltet habt, wenn ihr zum Beispiel mit Responsive Design arbeitet, ist es ja auch so, dass die Inhalte trotzdem in der Seite quasi sind. Sie sind einfach nicht sichtbar auf Desktop. Ich weiß nicht, ob das bei euch vielleicht der Fall ist. Genau, genau so ist es, ja. Ja, dann ist es ja erst recht kein Problem. Dann egal, ob das quasi über Desktop oder Mobile indexiert wird, die Inhalte sind ja vorhanden, wir können die so finden. In der Situation bei euch, wenn wir eh schon mit Mobile First Indexing arbeiten, dann nehmen wir auch nur die mobile Variante für die Indexierung. Aber dass das Ranking dann auf der Desktop-Version ein wenig geringer ist als auf der mobilen Version, kann jetzt nicht sein, wenn die Inhalte versteckt sind. Wir würden das an und für sich nicht berücksichtigen. Das heißt, das Ranking kann durchaus unterschiedlich sein zwischen Mobile und Desktop, aber es ist nicht so, dass wir die Desktop-Variante in irgendeiner Art und Weise für das Ranking der Desktop-Ansicht in den Suchergebnissen nehmen würden. Sondern wir möchten eigentlich nur sicherstellen, dass die Desktop-Variante unter dieser URL erreichbar ist. Bei Responsive Design ist es ja die gleiche URL, da ist es eh unproblematisch. Und die Indexierung, das heißt die Inhalte, die wirklich dazugenommen werden für die Indexierung, die Positionierung, die Headings, die Überschriften, solche Sachen auf den Seiten, all das kommt alles nur aus der mobilen Variante. Okay, super, danke. Ich hätte vielleicht noch eine Frage. Oh. Wer soll das Erste? Leg los. Okay, ich hätte noch eine Frage zur ersten Frage, die gestellt wurde mit dem Index. Und zwar, wir hatten das Problem bei der zweiten Seite auch noch. Ja? Und wir haben eigentlich da quasi alles bereinigt, also geschaut, diese Wow, technische Sachen, alles, was du auch vorher gesagt hast. Und bei der zweiten Seite ist es dann im Februar, sind die Seiten wieder zurückgekommen in den Index und auch der Traffic war wieder quasi wie vorher. Ja. Und wir haben das auch, also im Webmaster Forum hat es da auch einen Thread gegeben, wo es auch viele andere Seiten gemeldet haben und bei denen ist das eigentlich auch alles im Februar dann gelöst gewesen. Und da ist halt das Komische für uns, dass es eigentlich nur bei dieser einen Seite nicht so war. Ja. Schwierig zu sagen. Was einfach bei unseren Algorithmen manchmal der Fall ist, ist, dass es nicht so einen steten Übergang gibt von einem Zustand zum anderen, sondern dass es da quasi einfach wie eine Stufe von einer Seite zur anderen gibt. Und wenn eine Website dann quasi so ein bisschen auf der Kante da liegt, dann kann es durchaus sein, dass wir nach einer Reevaluierung sagen, ah, gut, die ist jetzt auf der guten Seite, oder dass wir halt weiterhin sagen, ah, die ist weiterhin auf der vielleicht problematischeren Seite. Und da gibt es in manchen Fällen gibt es da nicht so, sag ich mal, eine Grauzone, wo das ein bisschen gut oder ein bisschen problematisch ist, sondern es ist dann einfach wirklich, es ist eher quasi problematisch genug oder gut genug. Und dann
Bei Algorithmusanpassungen kann das durchaus vorkommen. Das kann auch allgemein bei Neubewertungen von Websites kann das passieren, dass wir sagen, gut, wir haben das neu beurteilt, das ist jetzt quasi auf der guten Seite. Und das heißt dann nicht, dass da ein großer Schritt gemacht worden ist, dass sich das total verändert hat, dass wir das total anders eingeschätzt haben, sondern vielleicht ist es einfach ein bisschen besser geworden und das war dann gerade genug. Und manchmal gibt es dann auch so, sag ich mal, komische Situationen, dass einige Websites werden dann halt ein bisschen besser eingestuft, die sind dann gerade gut genug und andere sind halt gerade noch nicht ganz gut genug. Manchmal gibt es das auch über verschiedene Länder hinweg. Das heißt, wenn ich verschiedene Länderversionen einer Website habe, kann es sein, dass einige Länder jetzt auf der guten Seite sind und die gleiche Website für ein anderes Land ist jetzt gerade halt noch nicht so beim Guten dabei, dass man da für eine gewisse Zeit dann wirklich auch diese Unterschiede so sieht. Okay, das heißt, du würdest raten, nochmal die Qualität der Seite zu checken und einfach dann nochmal drüber zu gehen und dann sollte es wieder hinhauen quasi. Ja, mit sollte weiß ich nie. Das hängt ja von vielen verschiedenen Sachen ab, aber meistens ist es schon eher in die Richtung. Und einerseits ist es natürlich gut, wenn man schätzen kann, dass quasi das Ähnliche ist wie andere Seiten, die schon im Guten dabei sind. Das heißt, man muss nicht grundlegend alles neu überdenken. Aber andererseits heißt das natürlich auch, die Seiten, die jetzt gerade quasi in guten Bereich gerutscht sind, dass man da auch ein bisschen mehr aufpassen muss, dass die wirklich auch sehr gut bleiben. Nicht, dass man da quasi dann bei irgendeinem späteren Update halt gerade wieder in den problematischen Bereich hineinrutscht. Okay, danke. Eine hätte ich noch. Ja. Und zwar geht es zum Thema Internationalisierung einer Webseite. Ich habe von dir schon gehört, dass es eigentlich völlig unerheblich ist von Ranking-Seite her, wie man das gestaltet, was die Domain-Struktur angeht, ob man für jedes Land eine extra Domain hat und dann eben auch die Top-Level-Domain dementsprechend unterschiedlich ist. Jetzt habe ich aber unlängst in einem offiziellen Google-Kanal gelesen, frage mich mal, ob das der Webmaster Tweet-Account war oder so, keine Ahnung. Da stand drin, man sollte eigentlich nicht .com/DEEN oder Frankreich oder whatever wählen, sondern doch vorzugsweise die Top-Level-Domains einzeln bespielen. Habe ich da was falsch verstanden? Kannst du da ein bisschen Licht reinbringen? Weiß ich jetzt nicht genau, wo du das gesehen hast. Ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ja. Es gibt zwei Sachen, die ein bisschen unterschiedlich sind. Einerseits die Länderzuordnung und andererseits die Sprachzuordnung. Bei der Sprachzuordnung ist es so, dass wir jede beliebige URL-Struktur nehmen können. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, wie das verteilt ist auf der Website. Das können auch, sag ich mal, Parameter sein in einer URL. Bei der Länderzuordnung müssen wir quasi einen Bereich, einen klar abtrennbaren Bereich der Website erkennen können. Und das macht man ja dann über Search Console, dass man da, also wenn man jetzt zum Beispiel einen generischen Top-Level-Domain hat, kann man ja auch die Unterverzeichnisse oder Subdomains direkt in Search Console auch verifizieren. Und dort kann man dann für diese Bereiche die Länderzuordnung festlegen. Das heißt, bei Ländern müssen wir entweder unterschiedliche Domains haben. Das kann man auch über den Country Code Top-Level Domain machen. Bei Country Code Top-Level Domains muss man nichts in Search Console machen. Bei generischen Top-Level Domains kann man das angeben in Search Console. Oder man nimmt einen generischen Top-Level Domain plus Subdomain. Die kann man auch separat in Search Console aufführen oder plus ein Unterverzeichnis. Das heißt, wenn ich DE nehme, dann wäre das für Deutschland, nicht für Deutsch. Wenn ich CH nehme, dann wäre das zum Beispiel für die Schweiz. Das sind an und für sich die Varianten da. Man kann wenn man mit Hreflang arbeitet, ist das ja auch noch eine Variante dazu. Bei Hreflang ist es so, dass wir das auch pro URL machen. Das heißt, wir nehmen das eher wie Sprachvarianten. Bei Hreflang ist es auch nicht so, dass wir für Geotargeting diesen kleinen Boost machen, wenn jemand nach lokalen Ergebnissen sucht. Mhm.
Okay. Das heißt, bei Länder auf jeden Fall so einteilen, dass man das klar erkennen kann. Das kann auch mit einem Subdomain oder Subdirectory passieren. Bei Sprachen kann man das beliebig machen. Was ich jetzt einfach nicht gerade auf Anhieb weiß, gerade wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, wo du das gehört hast, wie das zum Beispiel bei AdWords oder bei Shopping gehandhabt wird, ob sie da das vielleicht ein bisschen anders machen oder bei News auch, weiß ich nicht. Okay. Alles klar, das schaue ich mir sehr gerne nochmal an. Ach ja, übrigens, ein Joachim hat noch was in den Chat geschrieben. Der hatte da noch eine Frage. Okay. Mikrofon geht nicht. Okay. Kann man was sagen, ob oder wann die Berichte der alten Search Console in die neue Search Console übernommen werden? Zum Beispiel funktioniert der Hreflang-Fehlerbericht nicht bei Domain Properties. Weiß ich nicht, wie schnell das kommen wird. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir langsam alles übertragen haben in der neuen Search Console, aber es sind einige Sachen, die klemmen noch ein bisschen, die sind noch in Bearbeitung. Ich weiß, die sind weiterhin auch an der Entwicklung von einigen Tools, die jetzt noch neu dazukommen, die quasi neu überarbeitet wurden von der alten Search Console. Von dem her würde ich nicht erwarten, dass sie ganz verschwinden, aber es wäre schön gewesen, wenn das jetzt ein bisschen schneller gegangen wäre. Aber gerade mit dem Hreflang-Bericht weiß ich nicht, wie schnell das kommen wird. Das heißt, wenn man das braucht, muss man halt weiterhin mit den, sag ich mal, den alten Host-Level-Properties arbeiten. Ich hätte noch eine speziellere Frage. Ich komme leider in Deutschland immer noch nicht klar mit dem Keyword Flaggen. Also jetzt in letzter Zeit flippt Google immer hin und her. Also manchmal kommt eine Länderflaggenübersicht oder jetzt in letzter Zeit, zum Beispiel in den letzten 3 bis 4 Wochen, kam die Seite für die Österreich-Flaggen. Also da sind dann die Bundesländer bei. Also man tippt Flaggen ein und dann kommt Österreich-Flaggen. Platz zwischen 20 und 30. Also wie kriege ich das denn in den Griff? Weil in Österreich funktioniert es, es kommt die richtige Seite, es kommt die Homepage, in der Schweiz funktioniert es halt auch. Ich habe diese Frage auch schon mehrmals gestellt, vielleicht kannst du nochmal irgendwie, ich verweise auch mit Flaggen auf die Homepage innerhalb der Seite überall, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Ja. Schwierig zu sagen, was da genau passiert. Weil manchmal ist es so, dass unsere Systeme das quasi ländermäßig auch versuchen, ein bisschen anders zu interpretieren. Und da versuchen wir auch ein bisschen eher zu verstehen, wonach jemand vielleicht suchen würde. Und würden das pro Land vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich auswerten. Ich weiß nicht genau, warum wir da quasi zwischen diesen Varianten bei dir quasi herumwechseln würden. Für mich klingt das ein bisschen danach, dass unsere Systeme einfach nicht hundertprozentig sicher sind, welche dieser Variante quasi für so einen allgemeinen Suchbegriff gezeigt werden soll. Aber ich vermute, wenn du die interne Verlinkung sauber gemacht hast bei diesen verschiedenen Varianten, wenn das für andere Länder richtig funktioniert, dann ist wahrscheinlich auf deiner Seite eigentlich nichts problematisch oder nichts, was man ändern müsste, sondern es ist eher einfach unsere Systeme, die dann nicht hundertprozentig sicher sind, was jemand genau meint, wenn man so einen derart generischen Begriff eingibt. Du hast mir mal vor einigen Monaten empfohlen, die Seiten anzuschauen und dort vielleicht irgendwie den Fehler oder was heißt Fehler jetzt nicht unbedingt, aber da jetzt einfach mal zu schauen. Also sollte ich vielleicht an der Homepage noch ein bisschen basteln, das vielleicht noch mal verbessern? Weil kann man schon machen, aber ich vermute, das ist wirklich eher etwas auf unserer Seite, wo wir einfach da
nicht ganz sicher sind, welche von deinen Seiten da am relevantesten sein könnte. Man kann natürlich schon daran arbeiten, dass die Homepage noch ein bisschen stärker wird oder noch ein bisschen stärker wird. Ob sich das quasi unterm Strich dann auch lohnt, ob das quasi deiner Website insgesamt auch hilft, wenn die Homepage noch häufiger gezeigt wird und dafür vielleicht einen von den anderen Seiten weniger häufiger, das kann ich nicht gut abschätzen. Ich würde das auch nicht unbedingt als etwas ansehen, wo man quasi sagen würde, das ist jetzt ein Fehler, sondern es sind einfach wahrscheinlich unsere Algorithmen, die einfach nicht hundertprozentig sicher sind, was der Benutzer mit dieser Art von Suche meint. Also ein Fehler, ja, ist es ja nicht unbedingt. Da hast du ja auf jeden Fall schon recht. Also was ich halt sehe, ist zum Beispiel unsere große Länderflaggenseite, wo dann die 256 Länder aufgeführt sind, die erscheint auf Platz 15. Ne? Mhm. Dann wiederum die Österreich-Flaggenseite, wo die Bundesländer nur aufgeführt sind, die landet dann irgendwo auf Platz 35. Und dann wird immer so hin und her geswitcht und dann geschaut, mal vielleicht von einem Tag auf den anderen, was mehr geklickt wird, vermute ich mal einfach. Und ja, gut. Ja. Also vielleicht, ich kann auch gerne noch abwarten. In Frankreich kommt zum Beispiel die richtige Seite. Ne, und die ist dann auf Platz 3 für den generischen Suchbegriff. Und ja. Ich habe aber nichts gemacht. Also da hat Google das selber erkannt. Ne? Ja. Kann natürlich auch sein, dass vielleicht, dass überall dieses Wort auch Flaggen im Titel steht, habe ich mir auch überlegt. Du hast ja überall Flaggen, steht ja überall drin. Ja. Österreich-Flaggen, Deutschland-Flaggen, Italien-Flaggen und so weiter. Dass es vielleicht auch daran liegt, dass ich da vielleicht nochmal am Titel irgendwie ein bisschen drehen sollte. Ja, ich vermute, man kann da wahrscheinlich schon Sachen ein bisschen optimieren und leicht anpassen, aber ich vermute, du nimmst da einfach ein bisschen quasi Wert von einer Teil der Website und schiebst ihn quasi zur Homepage rüber, wo es dann, ich weiß nicht, wenn man nach Italien-Flaggen sucht, dass man dann halt vielleicht die Homepage auf einmal findet, weil da auch Italien-Flaggen drauf sind und die Italien-Flaggen-Seite selber stehen Flaggen vielleicht nicht mehr so weit im Vordergrund. Und ob sich das lohnt, quasi den Wert ein bisschen von der Teil der Website zu dem Teil zu schieben, das weiß ich nicht. Vielleicht macht das Sinn. Vielleicht macht das auch nicht unbedingt Sinn. Aber ich denke, das müsstest du eher abschätzen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als etwas sehen, wo ich quasi zu jemandem hingehen würde und sage, ihr müsst das jetzt so und so ändern, sondern das ist ein bisschen Ermessungssache. Okay. Okay. Noch irgendwelche letzten Fragen? Nichts. Okay. Das ist eigentlich auch gut. Cool. Okay. Zeitlich haben wir es eigentlich relativ gut geschafft. Marc, von dir noch was? Oder? Nein, ich wollte nur Danke sagen und mich verabschieden. Okay. Super. Gut. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die vielen Fragen. Ich hoffe, es war einigermaßen nützlich. Und vielleicht sehen wir uns dann einfach im nächsten Mal wieder. Unbedingt. Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Bleib gesund. Tschüss. Ciao. Ja, du auch. Ciao.